Gun bringt, damit wir die auch abmurksen können. Hoffe ich zumindest. Mein treues Pet immer an meiner Seite. Fein machst du das. Fein. Ach so, wie schaut's eigentlich mit meinen 27? Gut, dass ich immer dran denke, die abzugeben, ne? Ja. Da bin ich sehr hinterher. Kann man nicht anders sagen. Andere würden sagen, ich vergesse es einfach immer und immer und immer wieder, egal wie oft ich versuche. Egal. Ich versuche am Ende der Session wieder dran zu denken. So, hallo meine Hübsche. Traumstränen. Die Aquan bedrohen nicht nur unser Riff, sondern alle Träume von alle Träume der Risa. Sie werden die Meere zerstören, bis alles finster und der Kosmos wieder so wild und verwüstet ist, wie er am Anbeginn der Zeit war. Dann werden sich die Aquan an den Trümmern laben und wir werden ihre Knechte sein. Tolle Aussichten. Flossen, Fahne, Gefühle. Das Goboro-Riff ähnelt den Meeren eurer Welt der sterblichen Datana, doch es ist ganz anders. Die Ebene des Wassers existiert in einer anderen Realität und die Gesetze, die für uns gelten, sind andere. Obwohl der Mond Traum unsere Welt in seinen Träumen erschafft, können auch die Träume von sterblichen und elementaren Kreaturen sie beeinflussen. Im Traum des Ozeans wird dieser aufgegebene Traum des Mondes mit Hilfe der Flutkraft nachgestellt. Ihr solltet mit eurer ganzen Kraft jene unterstützen, die zum Wohle aller träumen. Was? Ich habe keine Ahnung, was sie wollte. Ah, wir können wieder mit Finrik reden. Guck mal, da sind Wohnungen. So. Fenrik, ich komme. Gehen wir hier hoch? Ja, hier ist richtig. Sehr schön. Bin echt nur am Kopfschütteln darüber, wie schnell das verhältnismäßig geht. So, Finrik. Seid gegrüßt, interdimensionaler Säuger. Macht ihr euch zu einem weiteren Abenteuer im Auftrag der dem Untergang geweihten Meerjungfrauen auf? Ja, weshalb fragt ihr? Bulf sagte, dass die Aquan die mächtigsten von allen wären. Ich glaube, er hat recht. Sie sind mächtiger als die Atragarianer und ich habe auch gesehen, wie ihr Bulf besiegt habt. Nein, aber ich habe auch gesehen, wie ihr Bulf besiegt habt. Dies wiederum bedeutet logischerweise, dass ihr mächtiger seid als er. Vielleicht ist der Mächtigste ja tatsächlich ein seltsamer, behaarter Eindringling aus einer anderen Dimension. Wenn das wirklich stimmt, will ich dabei sein. Ich werde euer Anhänger werden und tun, was ihr von mir verlangt. Fast so, als hättet ihr einen Kult um euch, als ob ihr einen Kult um euch hättet. Kult von Datana. Und ich wäre der große Fisch im Schwarm. Kann ich also mitkommen oder soll ich besser abhauen und mich den Aquan anschließen? Natürlich will ich euch nicht bei den Aquan sehen. Ist euch aufgefallen, dass meine Stimme unter Wasser sehr tief klingt und an Land furchtbar fiepst? Ja, naja, nicht so richtig. Aber komm, wir greifen da mal an. Kämpfst du denn mit? Oder rennst du? Du rennst nur mit, okay. Hätte ja sein können, dass er mitkämpft. Aber ich weiß nicht warum. Ich finde, es ist eher ein Krebs als eine lebende Koralle. Aber gut, ich bin da flexibel. Ich habe da ja kein Problem mit. So, Angriff. Aber ein bisschen schade, dass er nicht mitkämpft. Ach, das ist jetzt mein Gefährte, so wie so ein Haustier.
Hat was. Wenn er mit mir gekämpft hätte, wäre das noch toller gewesen, aber wir kommen auch so gut zurecht, finde ich. Wolf saugt einem wirklich alle Lebenskraft aus. Das meine ich wörtlich. Er ist eine Art Parasit unter den Skelf. Ich schätze, sein Ei wurde von einem Neunauge befruchtet. Was ist ein Neunauge? Ich erklärt ja auch dazu nichts. Ich bräuchte schon wieder einen Heiler. Aber Heiler sind so furchtbar teuer. Nervig, nervig. So. Aber quatscht der uns jetzt die ganze Zeit voll und macht sonst gar nichts? Das wäre ja lästig. Das wäre ja echt... Ja, Tatsache. Ich finde es äußerst befremdlich, dass so viele Kreaturen dieser Ebene so lange außerhalb des Wassers überleben können. Glaubt ihr, Traum wusste, dass er eines Tages das Wasser verschwinden lassen würde? Oder ist das Atmen von Luft einfach nur eine Geisteshaltung? Finde ich gar nicht schlecht, die Überlegung. Also, die ist durchaus nicht dumm. Aber beantworten kann ich es nicht. Also rein intuitiv würde ich sagen, das ist wahrscheinlich gewollt. Also der hat das wahrscheinlich geahnt. Ich meine, das ist alles sein Traum. Oder aber, anders noch, dadurch, dass er das alles träumt, kann er das ja dann anpassen. Das heißt, er holt das Wasser zurück. Aber da das die Kreaturen sind, die er erträumt hat, passen die sich seinem Traum entsprechend an. Das ist natürlich auch möglich. Weiß ich nicht. So, wir sind endlich bei den Riffjägern angekommen. Oh, den konnte man nicht looten, okay. Seid ihr je in einen Rausch verfallen? Die älteren Skelf haben mir erzählt, das wäre die beste Möglichkeit, um Nahrung aufzunehmen und mögliche Partner für die Paarung zu finden. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass ich das möchte. Angriff. Und einmal können wir dich noch wegschicken. Was? Steht zwar eins, aber anscheinend zählt es nicht. Da, zwei Aventurien. Was aber auch schon wieder Bände darüber spricht, wie lange wir dieses Spiel schon spielen. Warum zieht ihr so ein Gesicht bei dem träumenden Mond? Ihr könnt außerhalb des Wassers riechen? Entschuldigt. Cool. Was auch immer wir, warum auch immer wir, ja? Und da vorne sitzen irgendwelche Leute, die wir finden mussten. Kriegst noch ein paar Instants drauf. Und einen neuen Dot. Und dann schauen wir hier mal. Entdeckt die Schlafenden. Sprecht mit dem Maskierten. Gut, euch zu sehen. Seid gegrüßt, Erzeuger. Der Pelagische Orden hat euch beobachtet. Wer oder was seid ihr? Oh, warte. Und nochmal den noch tot. Ich bin Quintarus. Ich bin ein Traum. Hier im Traummeer sind wir nicht auf die imaginativen Träume
unsere Erzeuger angewiesen und können uns frei in den Meeren bewegen, mit guten oder auch schlechten Absichten. Ihr habt die Grenzen der Dimensionen überschritten und seid hier auf der Ebene des Wassers angekommen. Habt ihr erwartet, dass es einfach nur ein endloses Meer voller Fische wäre? Wie alles hier im Traummeer ist auch das Goboro-Riff ein Traum. Ein Traum einer der unsterblichen Rieser. Traum, der Mond, hat es vor tausenden von Jahren ins Dasein geträumt. Nun regt er sich und nimmt das Meer zurück. Wenn ein mächtiger Träumer all dies willentlich ins Dasein bringen kann, können es viele Träumer vielleicht retten. Ich habe die einheimischen Kreaturen hier zum Schlafen gebracht. In ihren Träumen erinnern sie sich daran, wie das Riff einst war, und können so mit ihrem Willen zurückbringen. Was? Und können somit. So mit ihrem Willen zurück. Können es so mit ihrem Willen zurückbringen. Okay. Aber wir Träume waren bei Details noch nie sonderlich gut. Zu oft kanalisieren wir die Gedanken von euch Erzeugern oder werden von trügerischen Prophezeiungen überwältigt. Wir benötigen eure Hilfe, um alles wieder zu richten. Ich werde helfen, die Träume zu bearbeiten. Was vernichtet die feurigen Albträume? Zerlegt die Traummöbel mit dem Traumänderer. Aha. Okay, also wir gehen hier lang. Nehmen die letzte Krabbe mit. Die Riffjäger kommen dann irgendwann später. Wir haben ja immerhin schon zwei. Aber gut. So. Ah ja, bezwungen. Ist schön. Ah, da ist ein feuriger Albtraum. Angriff? Was denn für Traummöbel? Das habe ich noch nicht erkannt. Ist das vielleicht so ein Achso, das ist ein normaler Albtraum. Das ist kein feuriger Albtraum. Aha. Okay. Ist doch ein feuriger Albtraum.